Also der neue Dungeons & Dragons Film, der konnte ja trotz einer gewissen Skepsis bei mir durchaus überzeugen. Ist das beim neuen Super Mario Bros. Film ebenfalls so oder eher nicht? Das erfahrt ihr in wenigen Augenblicken. Bis gleich. Als Kind der 80er Jahre, der ja mit Game Boy, NES und dem Super Nintendo Entertainment System groß geworden ist, ja, da habe ich natürlich auch die ganzen Mario-Spiele gespielt, logischerweise. Und ich habe auch, ja, den Film Anfang der 90er Jahre, ich glaube 93 müsste das gewesen sein, auch gesichtet. Der hat ja von der Spieleverfilmung nicht wirklich viel gemein. Von daher schiebt man den gleich mal beiseite. Obwohl ich sagen muss, so für zwischendurch ist ein trashiger Streifen, taugt der trotz alledem. Ja, er wurde weltweit zerrissen, aber hey, es gibt Schlimmeres, sagt man mal so. Ne? Also was da Uwe Boll abgeliefert hat, ne, der hat es ja auch mit Spieleverfilmungen, da fangen wir gar nicht erst an. Aber jetzt kommt ja ein neuer Versuch in Form eines Animationsfilms. Und wer ja die Welt von den Super Mario Brothers her kennt, mit allen kunterbunten Figuren, die da so vertreten sind, der stellt sich dann auch die Frage, wie soll denn das so als Videospieleverfilmung, Umsetzung funktionieren? Hat man da einen guten Ansatz gefunden oder geht man da einen Weg, der den Fans nicht so gefällt? Und ich muss sagen, das hat doch relativ gut funktioniert. Aber wie versucht man jetzt eben ein Jump'n'Run mit einer originellen Geschichte zu verbinden? Ja, los geht das Ganze mit den Mario Brothers. Die versuchen sich irgendwie als Klempner so über Wasser zu halten. Leider Gottes gelingt das nur bedingt. Irgendwie auftragsmäßig schaut's auch nicht so bombenmäßig aus. Und dann versuchen sie es natürlich auch mit einem Werbevideo zu reißen, doch auch da bleibt der Erfolg aus. Die Eltern sind auch nicht gerade begeistert, was sie da versuchen hochzuziehen. Doch dann gibt es einen Auftrag, der riecht förmlich danach, erfolgreich zu werden. Doch auch der scheitert kläglich, bis dann ein Rohrbruch das ganze Blatt wendet. Denn dabei landen sie versehentlich in einem anderen Universum, und zwar dem Pilzuniversum, werden dort jedoch getrennt. Mario landet im Pilzkönigreich und Luigi eben im dunklen Reich des Schildkrötenkönigs Bowser. So, klar, Mario kennt sich dort überhaupt nicht aus, weiß nicht, wie geht's da so ab? Was geht da vor sich? Eins weiß er aber, er muss Luigi irgendwie wiederfinden und das gelingt ihm nur mit der Unterstützung von Prinzessin Peach und Co. Ja, das ist eigentlich so die Geschichte von einem Jump'n'Run-Spiel namens Super Mario Brothers. Und, wie soll es auch anders sein, macht das Ganze, weil es eben auch für die Kinder zugeschnitten wurde, als auch vielleicht für mich, für die größeren Kinder, Erwachsene, einen Heidenspaß. Ja, also wir haben das Ganze in 3D gesehen und ich war hellauf begeistert. Ich war in einem etwas kleineren Kino und habe seit langem nicht so ein tolles 3D gesehen. Wir hatten auch etwas andere Brillen, vielleicht lag es auch daran. Also es war richtig schönes, gestochenes, sauberes und scharfes 3D, keine Ghosting-Effekte, wie man es ja selbst in größeren Kinos herkennt. Nein, wunderbar. Positiv überrascht, erster Pluspunkt schon mal an der Stelle, obwohl das hat jetzt was mit der Technik zu tun, sondern nicht mit dem ganzen 3D hin und her. Aber es hat seinen Zweck erfüllt und der Film, bei dem man sich wirklich anfangs so ein bisschen schwer tut, eine originelle Geschichte zu schreiben, die jetzt auch auf den Bierdeckel passt. Also es ist halt immerhin ein Jump'n'Run. Aber die Umsetzung an und für sich, die hat super funktioniert. Klar, Mario muss sich da erstmal mit dieser Welt irgendwie ja, versuchen reinzukommen. Was passiert da alles? Wie heißen die Figuren? Was hat's mit denen auf sich? Wer ist die und die und die Figur? Aber so, die Gamer und eben die, die mit dem Ganzen aufgewachsen sind, die kommen aus dem Staunen ja gar nicht mehr heraus. Er ist super toll animiert. An jeder Ecke gibt's Easter Eggs. Fanservice,
par excellence. Also da kommt man wirklich aus dem Staunen echt nicht mehr heraus, was einem da vor die Augen geschmissen wird. Das macht einen riesengroßen Spaß. Auch die Figuren sind super toll und zuckersüß. Gerade Toad, der als erstes auf Mario trifft oder Mario eher auf ihn. Gefolgt von Prinzessin Peach, Donkey Kong, Bowser, der Koopa-Armee und vielen, vielen kleinen Sachen. Diese ganzen, ach, man kennt es ja von den Bildern, von den Trailern, wenn ihr sie gesehen habt. Und das Ganze dann noch in eine originelle Geschichte zu packen, was gerade auch bei den Kleinen irgendwie funktionieren sollte, hat wunderbar funktioniert. Der Humor, muss ich mir aber eingestehen, hat am Anfang relativ gut funktioniert, hat nicht immer gezündet, aber den einen oder anderen Schmunzler konnte ich mir nicht vergleichen. Mein Kleiner hat sogar herzlichst gelacht und das kommt bei solchen Filmen eher selten vor. Also von daher habe ich wirklich einen guten Vergleich, weil ich mit meinem Sohnemann im Film war. Wie kommt der Film bei mir an und wie kommt er bei ihm an? Von daher haben Illumination da wirklich gute Arbeit abgeliefert, denn es ist ein kindgerechter Film und mehr möchte er auch nicht sein. Er bietet halt für die Größeren, für die Erwachsenen, die eben aus den 80er Jahren kommen, viel Fanservice. Das funktioniert, wie gesagt, richtig, richtig gut mit allem, was so dazugehört. Aber er soll halt gerade bei dem kleineren, jüngeren Publikum, die mit Mario und Co. noch nicht so viel am Hut haben, ebenfalls funktionieren. Ich denke und ich glaube auch nach diesem Mega-Erfolg von dem Ganzen, dass wirklich auch viel Nostalgie versprüht, dass da in nicht allzu ferner Zukunft definitiv noch mehr kommt und ich hoffe es aber auch für mich. Klar, ich hätte mir manchmal sogar noch mehr Figuren gewünscht, auch wenn ja das Super Mario Brothers Universum, Nintendo Universum riesengroß ist und man zig verschiedene Figuren noch reinschmeißen könnte, wie Kirby, wie Yoshi und wie sie alle heißen. Aber das kann man dann in anderen Filmen mit unterbringen. Man möchte nicht das ganze Pulver gleich in diesem Film verbraten, verballern. Aber es gibt wirklich so einige Highlights und mein Nonplusultra-Highlight war halt wirklich die Rallye. Die war so geil, allein wo es darum ging, die Autos so zu formen, zu tunen. Da dachte ich auch so ein bisschen an Fast and Furious, aber egal. Das war so originell inszeniert, wirklich ein flotter Film, der schaut sich relativ ratzfatz runter für 90 Minuten. Klar, so ein bisschen mehr Highlights, wie eben das Rennen oder das Aufeinandertreffen von Donkey Kong hätte ich mir gerne gewünscht. Und auch bei der Geschichte her, es geht ja an und für sich auch mehr oder weniger um die Rettung von Luigi und die Rettung des Königreiches oder beziehungsweise Pilzkönigreich. Da hat man gerade Luigi so ein bisschen außen vor gelassen, fand ich ein bisschen schade. Da hätte man ihn auch irgendwie mehr integrieren können. Und dann die Geschichte halt mit Bowser, ja, Bowser ist böse, will halt das Pilzkönigreich für sich bekommen und auch Prinzessin Peach, weil der ja anscheinend da voll auf die Prinzessin eben steht. Ja, hätte man vielleicht alles so ein bisschen mehr integrieren können in das Ganze, das kam stellenweise ein bisschen zu kurz, aber ansonsten wirklich ein flotter, toll animierter, origineller Film mit Fanservice pur, bei dem die großen als auch die kleinen Kids mehr als auf ihre Kosten kommen. Und ich drücke dem Film weiter in die Daumen, dass der so erfolgreich durchstartet wie bisher und hoffe auf das, was da noch so kommen mag. Aber ich bin mit einem guten Gefühl rein und rausgekommen und nur das zählt in diesem Fall. In diesem Sinne wünsche ich euch auf jeden Fall auch ganz viel Spaß beim Film. Den werdet ihr, denke ich mal, sicherlich haben. Ich hatte ihn, auch mein Kleiner. Und ich freue mich schon auf den nächsten Teil. Gut, ihr Lieben, dann bin ich durch mit meiner Kritik zum neuen Super Mario Brothers Film. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr auch den Film noch sichten wollt oder ob ihr so gar keine Lust drauf habt. Dann immer rein damit. Gut, dann bin ich weg für heute und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ciao, euer Basti vom Kinoblog. Bye, bye.